Was für ein tolles Raumschiff hier, oder? Geile Sache, ne? Aber es ist nicht meins. Was bist du denn für einer? Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen, Jung. Ich will doch nur mal gucken, was du bist. Und das hier, das ist echt wirklich auf meinen Flug halt zugeschnitten halt. Man kann das wirklich echt gut steuern. Und sehr präzise, das ganze Schiff hier. Bam! Da war der nächste Baum. Jetzt wisst ihr auch, warum das den Kratzer hat. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde No Man's Sky Beyond mit mir, dem Max, frisch von der Reise zurück. Und wie ihr seht, wir sind im Nexus schon angekommen. Ich habe es nicht lassen können, musste also im Urlaub ein bisschen weiterspielen. Und ich möchte euch heute das mal ein bisschen zeigen. Keine Angst, wir werden da nicht die ganze Folge drauf verwenden. Ich möchte nur mal ein paar Sachen zeigen und dann gehen wir auch gleich weiter in der Quest und gucken dann, was wir noch alles Schönes in No Man's Sky erleben können. Ja, als erstes, was für ein tolles Raumschiff hier, oder? Geile Sache, ne? Aber es ist nicht meins. Ja, gehen wir mal weiter. Das ist auch nicht meins. Das ist auch nicht meins. Das ist meins. Ich habe nämlich ein neues Raumschiff. Lieder des Wahnsinns. Sieht doch toll aus, das ganze Ding. Das passt sogar zu mir, weil ich sozusagen überall anschrabbe, wenn ich irgendwo hinfliege. Ich reiße irgendwelche Bäume ein, fliege an Dächer, an Hauswände oder. Und ich denke mal, das sieht man hier vorne auch. Die Raumschiffe, alle anderen Raumschiffe sehen alle so schön aus, schön lackiert, ne? Und meins ist natürlich völlig abgeschrabbt, aber, ne? Wie hatte letztens jemand zu mir gesagt, halt, einen Flugschein sollte ich erstmal machen und vorher würde er mit mir nie mitfliegen. Ja, hat er halt Pech, ne? So ist das halt. So. Ja, das ist ein Nexus. Kennen wahrscheinlich schon viele. Ich musste so ein bisschen den Sound drunter drehen, Leute, weil der Sound hier auf dem Nexus oder auf der Weltraumanomalie total, also wirklich total laut ist. Und mal gucken, ob ich das dann irgendwie noch gedeichselt kriege, dass man den Sound dann nachher wieder richtig einstellen kann. Ja, das ist der Quecksilberhändler hier. Den wollte ich euch nur kurz zeigen. Und ja, dann gibt es hier oben diesen zweiten Helios-Händler. Der gibt dann auch so ein paar Naniten für so ein paar bestimmte Informationen, die man dann halt besucht hat, Planeteninformationen. Der tauscht hier diese komischen, ja, wie heißt das hier, diese geborgenen Daten ein. Oder man kann sie eintauschen oder man hat auch eine andere Möglichkeit, wenn man halt Meilensteine erreicht hat. Ja, man kann dann auch Meilensteine übertragen und dafür kriegt man dann auch Naniten. Da kann man so ein paar Naniten verdienen. Ja, was der hier will, der Kronos, keine Ahnung. Der will nämlich, ich habe es ja schon mal angetestet, der will ein Kohlenstoff-Nanorohr, also will er nicht haben, ich will ihm das zeigen, aber er will das nicht. Deswegen spare ich mir das auch. Wenn er es nicht will, dann will er es halt nicht. Ja, dann haben wir hier so ganz typisch wieder, was ist das hier? Der Aussehensmodifikator, können wir kurz anklicken. Kennt er ja auch von den anderen Raumstationen. Gehen wir mal weiter. Ja, dann sind hier so zwei Typis, die hier rumstehen. Oder drei. Ne, zwei sind das. Zwei, die kann man auch ansprechen, habe ich auch schon getan. Dann kommen wir mal hier in die Mitte. Und hier wird es interessant. Hier wird es nämlich sehr interessant. Da gibt es nämlich zwei. Einmal den Nada und einmal den Polo. Die kann man beide ansprechen und die erzählen einem was über dieses Artemis-Ding sie. Keine Ahnung, was Artemis sein soll. Müssen wir mal gucken. Hier hinten geht es noch weiter. Hier geht es zu den Portalen. Da habe ich mich erst gefragt, ja Moment mal, was ist das denn hier für ein Portal? Riesending, leuchtet schön. Muss ich anklicken. Habe ich gemacht. Und siehe da, man kriegt jetzt hier sozusagen von den Spielern, die sich gerade bei mir in der Weltraumanomalie aufhalten, bekomme ich die Basen. Unter anderem auch diese Basen, die ich entdeckt habe. Das sind diese Weltraumbasen. Und natürlich mein System hier. Das Opaya Außenpostensystem. Das ist sozusagen meine Basis. Die ist auch gekennzeichnet hier mit diesem roten Basenzeichen. Ne? Alle anderen, das sind von irgendwelchen anderen Leuten, wo man sich dann wahrscheinlich rein porten kann, wenn man zusammen eine Gruppe macht. Vermute ich mal, ich habe es noch nicht probiert. Und genauso auch bei Anomalien und so weiter und so fort. Gucken wir uns vielleicht nochmal später an, wie das genau funktioniert. Erstmal gehen wir weiter. Ja, hier hinten ist nichts mehr weiter und jetzt Leute, jetzt ist das sozusagen das Sahnestück hier.
Alter Schwede, was ist denn das für einer hier? Hallo? Wer bist du denn? Der ist aber ein bisschen groß. Guckt euch den an hier mit den Riesenaugen. Oh, weia, weia, weia. Ist wahrscheinlich auch so ein Entdecker. Lässt einen nicht mehr raus. Ja, was ist jetzt hier? Was kommt hier? Das sind sozusagen diese ganzen Händler oder Händler für Forschungsupgrades, kann man sagen. Da kann man halt eben Sachen erforschen. Ich habe da jetzt noch nicht viele Naniten ausgegeben. Ich wollte die mir noch sparen. Ich wollte erst mal gucken, was kann ich denn gebrauchen? Cadmium-Antrieb B. Hm. Antrieb A und S. Das wäre natürlich schon mal ganz gut hier. Das wollte ich aber mit euch zusammen machen. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich lasse das erstmal so. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, was sich so am meisten lohnt. Ob man alles skillen sollte, was an Naniten hat. Oder gibt es da ein paar Sachen, die man vielleicht nicht machen sollte. Würde mich mal interessieren. Teleportempfänger. Ein Gerät, das Standardkommunikationssignale eines Raumschiffes umwandelt und Transport von Materie und Daten ermöglicht. Ja, das ist gut. Das ist ja Bordteleportationsgerät. Nehmen wir doch mit. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so viel Platz noch im Schiff habe. Nehmen wir mit. Ist gekauft. So, dazu brauche ich Antimaterie und einen Kabelbaum. Ja, Kabelbaum besorge ich mir schon. Reiße ich notfalls aus einem anderen Schiff raus hier. Kriegt ja eh keiner mit. So, jetzt können wir hier... Was ist das? Konfliktscanner. Ohne selbst in Gefahr geben zu können. Ein Konfliktscanner. Aha. Daten eines Systems zugreifen, ohne es besuchen zu müssen. Aha, okay, okay, okay. Naja, da gucken wir mal. Ihr könnt ja da mal in die Kommentare schreiben, was sich da so am besten lohnen würde. Oder welchen Baum, oder ob man alles oder so. Ich habe da keine Ahnung, sonst skille ich einfach alles durch hier. Genauso hier Neuralstimulator. Ich habe da irgendwas gesehen. Da gibt's jemanden, der teleportiert sich immer hier durch diese Anomalie durch. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber er teleportiert sich immer. Ja, Wasserdüsen sind wichtig. Die brauchen wir noch. Raketenstiefel, ja, die sind auch gut. Weiter springen kann, das ist auch gut. Und was ist das hier? Neuralstimulator. Also hier können wir noch einiges skillen. Vor allem Strahlungsdeflektor, Toxindämpfer, C. Wärmeschutzschicht. Und was haben wir hier? Kühlmittelnetzwerk. Das sind wahrscheinlich hier diese Schilde, diese zusätzlichen Schilde. Silber, Ammoniak. Ja gut, mal gucken. Ja, und dann gibt es hier halt noch den Multifunktionswerkzeugforschung. Da bin ich noch nicht so weit gekommen, muss ich sagen. Ich habe immer noch mein altes Multifunktionswerkzeug. Ich habe zwar einen verbesserten Laser. Guck mal hier. Fortgeschrittener Minenlaser. Ja, den nehmen wir, den habe ich doch schon. Und hier ist S. Ja, aber ich kann den doch nicht einbauen. Ich habe doch A, habe ich schon. Aber ich kann den doch nicht einbauen. Weil mein Multifunktionswerkzeug einfach zu klein ist. Es hat keine Technologieplätze mehr, wenn ihr mal schaut. Eins habe ich noch und da muss ich eine Quest machen. Und zwar das eigene Schild. Dieses hier. Eigenes Kraftfeld muss ich bauen. Das machen wir dann auch mal bei Gelegenheit. So, und dann haben wir hier noch Exofahrzeuge, kennt jeder. Ja, und das war einfach die Anomalie schon. Damit sind wir eigentlich schon durch. Im Grunde genommen geht es jetzt darum, wir müssen die Quest auswählen. Inmitten der Sterne, Artemis der Entdecker. Und da, Leute, bin ich ein bisschen stecken geblieben. Ich bin ja so ein bisschen rumgeirrt und wusste halt nicht, wo ich hin sollte. Bis ich dann einfach mal gedacht habe, da steht ja die Weltraumanomalie untersuchen. Und dann habe ich gesehen, dass ich ja hier noch eine Quest habe, die Weltraumanomalie. Und da steht auch, die Weltraumanomalie untersuchen. Und siehe da, als ich auf diese Quest geklickt habe, erschien dann bei mir hier so ein kleines Zeichen, wo ich hin muss. Ich vermute mal und ich hoffe auch, dass es wirklich hier die Quest dann ist, womit ich die andere Quest dann abschließen kann. Ich weiß es nicht, ich probiere es einfach mal. Ich habe da extra drauf gewartet, bis ich jetzt hier dann mit euch das zusammen machen kann. Der Helios sagt, ah, junger Reisender, du erforschst die Grenzen des Universums. Oh, wie ich dich beneide. Meine Zeit in der Realität ist längst vergangen, aber ich vermisse die so sehr. Vielleicht hast du etwas Mitleid mit einer alten Seele und teilst ein paar Abenteuer mit mir. Ich sehne mich nach Sternen und nach dem Ruhm der Entdeckung. Oh.
Ja. Würde ich ja. Aber macht er nicht. Warum macht er das nicht? Habe ich das schon abgegeben oder wie? Das wäre natürlich sehr peinlich. Das wäre natürlich sehr peinlich. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt irgendwie... Der will da also irgendwas haben. Keine neuen Entdeckungen gemacht. Na mal gut, dann müssen wir nochmal los. Müssen wir vielleicht eine Entdeckung machen. Und dann können wir bei ihm ja nochmal vorbei. Keine Ahnung. Und hier oben allein mitten in den Sternen sagt er nur, sucht ihr Unterstützung bei der Suche nach Artemis. Vielleicht können dir die Lebensformen an Bord der Weltraumanomalie behilflich sein. Rufe die Anomalie im Weltraum über das Schnellmenü auf. Ach so, jetzt verstehe ich, was die meinen. Ich soll sie... Aber ich bin doch schon da. Na gut, dann machen wir das. Dann fliegen wir mal mit unserem stolzen Schiff hier. Fliegen wir doch mal raus. Moment, wo ist denn eigentlich der Marktplatz? Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, ne? So. Okay. Ja. Ich denke mal, jetzt wird es ein bisschen leiser werden alles. Und jetzt soll ich hier die Weltraumanomalie rufen, oder was? Das ist die Galaxiekarte, so. Da kommt sie. Gut, das habe ich gemacht. Und nu? Protokoll. Jetzt fliege ich da wieder rein. Gut, dann fliegen wir mal. Also ich hoffe mal, das funktioniert, ne? So, jetzt sind wir da wieder. Okay, das haben wir gemacht. Wir haben sie jetzt gerufen und sind wieder da. Also hätte ich es gar nicht machen brauchen, oder? Also brauche ich doch erst wieder Wiederherstellungsgesichert? Okay, nee, da hat sich nichts geändert. Hat sich also nichts aktualisiert. Ja, die untersuchen. So, Teleportempfänger bauen. Da brauchen wir verdichteten Kohlenstoff, chromatisches Metall. Das ist erstmal, das sind Sekundärmissionen. Ja, das kriegen wir schon hin. Erstmal müssen wir das hier erledigen hier. Beherbergt einige Reisende, Anreisende. So, ja, jetzt ist ja gut. Ist ja schön. Und jetzt habe ich ja gemacht. Ich habe ja alles angequatscht hier. Oh, warte mal. Der da vorne, das ist doch der Katzenheini. Den kenne ich doch schon hier, oder? Ach nee, das ist ja ein Spieler. Oh, war ja. So, ist natürlich jetzt der Nexus. Hier, Moment, wartet mal. Der Terminal lehnt die Eingabe ab und so weiter und so fort. Weggehen haben wir auch nicht. So, besuche Helios, den großen Analysten. Helios wird dir wird täglich neue Datentypen verlangen. Täglich neue Datentypen verlangen, so. Planeten. Okay, das heißt also, ich muss einen Planeten entdecken. Ja, machen wir das doch. Ja, seht ihr? Dann kommen wir hier nämlich raus aus der Hütte. Ich weiß gar nicht, wie viele Planetendaten man ihm da geben muss, aber fliegen wir mal raus. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwo Planeten im System haben. Ansonsten, dann jumpen wir doch mal in ein anderes System. Und schauen uns doch mal die Planeten an. Also ich glaube, das waren Planeten. Müssen wir mal gucken. Die kann man ja von überall her rufen, diese Anomalie. Heißt also, sollte ja kein Problem sein. Ob es jetzt damit zusammenhängt, weiß ich auch nicht. Mal gucken erstmal. So. Ah. Gut, dann müssen wir erstmal die Galaxiekarte aufrufen. Wir sind im System Samami. Okay, das ist nicht gut. Wir fliegen mal weiter.
zum nächsten Konodo besucht. Gut, warpen. Und warpen wir erstmal dahin. Aber da habe ich, glaube ich, auch schon alle Planeten entdeckt. Wow. Eigentlich ein sehr schönes System, muss ich sagen. Nur hier, dass das ganze Dingens hier, der Planet, absolut Schrott ist. Aber dafür haben wir ja noch hier andere Planeten. Jetzt müssen wir mal gucken. Katalog, Entdeckungen. Da haben wir, was haben wir denn da? Haben wir jetzt alles entdeckt? Oh, das war schon zu schnell. Sollen wir nochmal gucken. Entdeckungen. Ja, also ich habe alles schon entdeckt. Wie ihr seht hier. Der Wasserplanet hier, der Majoris, glaube ich, das ist, der ist sehr schön. Der gefällt mir ganz gut hier. Aber ansonsten hier ist das, sind das alles Planeten. Naja, gut. Gut, dann fliegen wir mal weiter. Müssten wir mal gucken, dass wir noch einmal... Wo können wir denn jetzt hinfliegen? Ah. So, fliegen wir mal da oben hin. Das ist jetzt mein erster Sprung in ein neues System, was ich selbst noch nicht entdeckt habe. Also, der zweite Sprung jetzt insgesamt für mich, aber der erste mit euch zusammen. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich hätte ja ein gernes System, Wasserplanet oder sowas, einen schönen Eisplaneten. Gucken wir uns mal an hier, was ist das für einer? Unbekannter Planet. Fliegen wir mal hin. Warp-Antrieb. Ja, was soll ich zu meinem Raumschiff sagen? Also das Raumschiff hat Photonenkanone, einen chronologischen Refraktor der Klasse A. Damit schießt meine Photonenkanone schneller, aber ich habe noch mehr. Und zwar hier, wie ihr seht, die Startschubdüse, die war schon automatisch drin, aber das Startsystem-Ladegerät war nicht drin. Das habe ich gekriegt. Das ist S-Funktion und ich kann euch sagen, das Ding ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert. Und auch dieses hypersonische Schubregler-System für den Impulsantrieb, Upgrade der Klasse S, kann ich nur empfehlen. Also es manövriert sich deutlich besser, das Ding fliegt viel schneller und im Kampf, wirklich im Kampf, ist das Ding auch Gold wert. Also Wahnsinn. Kann ich nur jedem ans Herz legen. So, gucken wir mal, sind wir gleich da? Ja, wir sind da. Gut, was ist das? Das sieht aus wie ein Wüstenplanet, oder? Wir müssen ja, glaube ich, einmal landen. Ich suche ja noch eine neue Heimat. Ich habe ja da so eine ganz spezielle Idee für meine nächste Basis. Aber das möchte ich noch nicht verraten. Das ist die Hur. Eintritt in die Atmosphäre. Gut. Wow, der sieht aber sehr rot aus. Auch so eine Art Lavaplanet oder was ist das? Ja, sieht so ein bisschen eigenartig aus. Rote Atmosphäre. Gucken, ob man da baden kann. Also ihr seht hier auch dieses ganze Fliegen ist auch deutlich einfacher. Hat jetzt so, oh, hat ein paar Schwierigkeiten, ein paar Frame Drops. Das wundert mich eigentlich. Ich lande mal hier. Das muss ich mir doch glatt mal angucken. Super kritischer Planet. Partikelwinde. Okay, kann man hier reingehen, baden? Oh, es ist rotes Wasser, ne? Extreme Strahlung gemessen. Ja, Mensch, seht ihr? Ich mach mal hier noch ein paar... Wie? Strahlungsschutz nimmt ab? Also, rotes Wasser. Wer rotes Wasser nicht kennt, der kommt einfach zu Max hier auf dem Kanal. Der, bei uns gibt's rotes Wasser kostenlos. Noch nie gesehen, aber... Also hier ist Radioaktivität an der Tagesordnung. Sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Die Bäumchen gefallen mir ja auch.
Ah, das sieht aus wie ein dickes Tier. Ist das freundlich? Weiblich, skeptisch, verhalten skeptisch. Wollen wir mal gleich sehen. Ah, komm mal her. Piep, 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 piep. Lauf doch nicht weg. Ah. Gut, also, das wäre dann die Hua. Der ist radioaktiv verseucht. Ist auch kein schöner Planet. Also, wer es mag, wer es rot mag. Ach, der ist ja niedlich, der Kleine hier. Füttern von Kreaturen. Und hier kann man Wasserstrahlung. Okay, also in Wasser ist das Kohlenstoff ist das. Gucken wir mal, was es noch gibt. Ja, es sieht gar nicht schlecht aus. Also es gefällt mir eigentlich gar nicht mal so schlecht mit diesem roten Wasser. Gut, dann fliegen wir mal weiter. Ich will ja nur ein paar Sachen entdecken, dass man die gleich dann weitergeben kann. Was ist denn hier? Gamma-Wurzel, Kupfer, Uran, Salz, uralte Knochen. Oh, warte mal, wenn wir schon hier sind, uralte Knochen. Dann wäre das natürlich gut. Wo ist mein Schiff? So, wir brauchen uralte Knochen. Da ist ein vergrabenes Technologiemodul. Aber müssen wir außen rumlaufen, ne? Aber dann fliege ich da, obwohl, ne. Dann gehen wir mal außen rum. Geht ja schnell. Bei 50%, okay, okay, okay. Nehmen wir gleich mit, das Technologiemodul. Ey, hat er doch gerade angezeigt. So, drei geborgene Daten. Oh, guckt mal hier. Oh, was ist das denn? Der ist ja mal niedlich. Singtelika. Was bist du denn für einer? Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen, Jung. Ich will doch nur mal gucken, was du bist. Haben die Bärte vorne dran? Ach Mensch, mit denen ist auch nichts mehr los, mit den Außerirdischen. So, hier ist auch noch irgendwie. Wir müssen mal bei Gelegenheit auch mal hier so ein paar dieser netten kleinen Viecher zähmen. Ah, ja, hier haben wir es ja schon. Oh, warte mal, bevor über erstmal identifizieren, weil die sind immer nervig, die Teile. So, das sollte ja genügen. So, haben wir auch. Ein bisschen Sauerstoff kann ja jeder gebrauchen. Müssen wir erstmal hier noch unser Schildchen auffüllen. Natriumnitrat, hier Natrium. Wir haben eigentlich zu viel davon. Also wenn es hier Uran gibt, dann müsste man ja quasi Uran auch schnell abbauen können hier, ne? Da, Ferritstaub, Uran, hier. Mal gucken, wie viel Uran wir kriegen. Weil es heißt nicht, dass wenn wir Ferritstaub nur kriegen, dass wir dann auch genug Uran bekommen. Ich habe manchmal Zeug gehabt, da habe ich nur ein Uran bekommen. Ja, wie ihr seht, zwei Uran hier. Nicht doll. Der ist ja knuffig hier. Schaut mal, der hat andere Beine. Der sieht wieder ein bisschen anders aus. Der hat hinten so ein Schwänzchen. Mensch, auf dem reiten, das muss ja cool aussehen. Ach Gott, hier ist auch noch. Wäre ich auch beinahe hier reingerannt. So, gut. Also, das haben wir jetzt hier, diesen Planeten. Müssen wir mal schauen, was brauchen wir denn jetzt? Ah ja, genau, wir wollten ja noch gucken hier, Grabstätten. Gibt es hier Grabstätten? Da, eine natürliche Grabstätte. Also. Sind wir schon da? Ja, wir sind schon da, gut. Uralte Knochen, jetzt habe ich bestimmt. Ach, jetzt ist das Inventar voll.
Ich bin ja begeistert. Ich könnte ja das Schiff holen, ne? Aber das ist ja gleich in der Nähe. Deswegen wahrscheinlich auch dieser Teleport. Dieser Teleportempfänger, den muss ich mal installieren. Dann kann ich über größere Entfernungen, glaube ich, dann Sachen reinpacken, ne? Ich glaube, dass dafür ist das halt. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen verschieben. Was verschieben wir denn hier? Ein Gag-Relikt. Was haben wir denn hier alles drin? Chlor habe ich auch noch. Ja gut, dann verschieben wir mal das. Hier haben wir auch noch Platinum. Ja, Frostkristall hier auch noch. Das müsste reichen. Gut. Bin ich jetzt schon zu weit geflogen? Ne, hier. Hier muss ich, genau. Hier rein. So. Ach, ein gealterter Knochen. Na gut. Kann passieren. Gibt's hier noch was? Da ist ein Wissensstein. Das gucken wir uns alles mal später an. Wir wollen ja nicht so viel. Wir wollen mal weiterfliegen. Oh, da ist noch irgendwas gewesen. Ein paar Daten. Wir brauchen ja nur ein paar Daten für die Sphäre. Gut, das muss reichen. Kann man hier tauchen? Kann man ja auch, ne? Kann man unter Wasser fahren hier. So. Ist man schneller. Einmal rein und los. Guck mal, was es denn noch hier in diesem System gibt für Planeten. Der sieht ja interessant aus da hinten. Was hat der? Frostkristalle, Kupferdioxid, Kobalt. Ich würde vermuten, das ist ein Frostplanet. Also steht ja auch da. Frostiger Planet. Ja. Wie soll das anders sein, ne? Dass man da mal so lange braucht. So, gucken wir mal nach. Was können wir jetzt noch eigentlich hier alles machen? Was bringt uns das? 100.000. Also, wir wissen Bescheid. Da gibt es Grabstätten. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es gibt so manche Planeten. Nicht genügend Treibstoff für Impulsantrieb. Na bitte. Ja, dann müssen wir doch mal ein bisschen hier den Impulsantrieb auf... Haben wir genug. Weiter geht's. Es gibt nicht alle Planeten, soweit ich weiß, die Grabstätten haben. Ich habe schon oft jetzt Planeten gehabt, die keine Grabstätten hatten. Und ich habe festgestellt, dass immer diese kritischen Planeten oder superkritischen Planeten die Grabstätten haben. Hm? Fragezeichen, 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 ob das wirklich immer so ist oder ob das nur mir passiert ist. Ne, da könnte man auch nochmal überlegen. Ja, wir landen jetzt noch auf dem Planeten hier. Da sind wir schon. Also wie ihr seht hier, also das Schiff ist schon echt Gold wert. Das habe ich auch echt günstig geschossen. Das Schiff hier. Da hatte ich Glück gehabt. Und ich will das eigentlich auch gar nicht mehr missen. Das gefällt mir ganz gut. Ich hatte zwischenzeitlich schon so ein Riesenschiff. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also vom Fliegen auch nicht. Das war nicht so meine Welt. Also wie ihr seht hier, Frostplanet. Und das hier, das ist echt wirklich auf meinen Flug halt zugeschnitten halt. Man kann das wirklich echt gut steuern. Und man kann auch echt wirklich langsam fliegen und abbremsen, wie ihr seht. Also wirklich sehr präzise, das ganze Schiff hier. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Bam! Da war der nächste Baum. Jetzt wisst ihr auch, warum das Ding Kratzer hat. Na? So, wir landen mal hier. Oder wartet mal, noch hier ein Stück weiter. Ah, es ist halt ein eisiger Frostplanet hier, ne? Also wirklich. Da
Da ist ein Wissensstein, oder? Sieht so aus, ne? Landen wir mal da. Jut. Das haben wir auch. Also einen Frostplaneten haben wir auf jeden Fall gefunden. Das wollte ich ja machen. Ich wollte ja einen Frostplaneten haben für eine Basis. Für eine Basis. Man kann ja, glaube ich, mehrere bauen. Ich weiß nicht, wie viele, ob man pro System bauen kann. Aber ich habe mal irgendwas gehört von 5 an der Sorte. Gut, Leute. Wir sind am Ende der Folge. Wir gucken mal in der nächsten Folge nochmal bei der Weltraumanomalie vorbei, wenn ich noch ein paar Planeten abgeklappert habe. Und dann schauen wir mal, ob wir dann die Quest mal beenden können. Oder vielleicht habt ihr ja eine Idee oder einen Rat oder einen Tipp, wie es funktioniert mit der Artemis-Quest halt. Ne? Da komme ich momentan nicht weiter. Vielleicht fehlen mir einfach nur die gewisse Voraussetzung noch. Gut, Leute, viel Spaß. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von No Man's Sky Beyond mit dem Max. Macht's gut.